Hi, wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann suchst du sicher auch nach einer Möglichkeit, etwas mehr Ordnung in dein Zuhause zu bringen, erfolgreich auszumisten und oder du interessierst dich einfach für Themen rund ums Zuhause, Ordnung und den Haushalt. Vielleicht kennst du die Methode, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte schon, vielleicht ist sie auch neu für dich. Was auch immer für dich zutrifft, Marie Kondo entzückt mit ihrer KonMari-Methode die ganze Welt. Aufräumen, ausmisten und Ordnung schaffen, nach gewissen Regeln und mit verschiedenen Tipps und Tricks. Erstmal zu den Basics. Die KonMari-Methode ist dafür gedacht, Ordnung im Zuhause zu schaffen. An dieses Ziel gelangt man, im besten Fall langfristig, indem man aussortiert, aufräumt und Dingen feste Plätze gibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Methoden wird nach KonMari nicht nach Räumen, sondern nach Kategorien vorgegangen. Dabei gibt es 5 verschiedene Kategorien, die in folgender Reihenfolge durchgegangen werden. Kleidung, Bücher, Dokumente, Kommuno oder Krimskrams und Erinnerungsstücke. Die Reihenfolge ist hierbei bewusst gewählt und sollte natürlich bestmöglich eingehalten werden. Das hat vor allem den Grund, dass es unterschiedlich schwerfällt, verschiedene Dinge auszumisten und aufzuräumen. Denn nicht jedes Teil macht einen glücklich und löst Freude in einem aus oder wird überhaupt gebraucht. Aber sich dieses Gefühls erst einmal bewusst zu werden und deuten zu können, ist gar nicht so einfach. Mit der Zeit merkt man aber recht schnell, ob ein Teil wirklich Freude entfacht. Eine weitere Art und Weise, wie man die Sachen nach KonMari angeht, ist, alle Sachen einer Kategorie auf einem Haufen zu sammeln und dann Teil für Teil in die Hand zu nehmen, um das besagte Glücksgefühl hervorzurufen. Oder eben nicht. Kennst du schon dieses Glücksgefühl, von dem hier die Rede ist? Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du es schon kennst und falls ja, bei welchem Teil du es hast und warum es dich so glücklich macht. Den perfekten Start in die Methode liefert die Kategorie Kleidung. Wenn du auch mit Marie Kondos Methode starten möchtest, dann kannst du direkt damit anfangen, alle deine Klamotten und aus jedem Raum, beispielsweise auf dem Bett, auf einen Haufen zu legen. Und dann trittst du vielleicht mal ein oder zwei Schritte zurück und schaust dir einmal an, was du alles besitzt. Falls du hoffentlich nicht in Schockstarre gefallen bist, geht es auch direkt weiter. Und wenn doch, dann weißt du, dass gleich, wenn du dich wieder gefangen hast, der perfekte Moment ist und du stolz auf dich sein kannst, dass du damit anfängst. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Im besten Fall schnappst du dir dein Lieblingsteil oder eines, von dem du sicher bist, dass du es behalten möchtest. Denn dann kannst du leichter nachvollziehen, welches Gefühl denn gemeint ist, wenn von Freude entfachen die Rede ist. Denn dein Lieblingsteil sollte im besten Fall natürlich auch Freude in dir entfachen. Und das kannst du als Richtwert oder Richtgefühl für die weiteren Kleidungsstücke nutzen. Ein kaputtes Teil, eines, das dir sowieso zu klein ist und zwickt, oder ein Stoff, der total auf der Haut kratzt. Das klingt nicht nach etwas, das Freude auslöst. Daher darf so etwas gehen. Auch wenn es vielleicht ein teures Teil war und du ein schlechtes Gewissen deswegen hast, im Grunde genommen werden dich die mit diesem Teil negativ verbundenen Gedanken verfolgen, solange du das Teil hast. Und das Geld dafür wiederbekommen tust du auch nicht, wenn du es behältst und nicht trägst. Im besten Falle versuchst du dich erstmal komplett vom Gedanken um Geld abzukoppeln. Denn ob und wie man das ein oder andere Teil noch zu Geld machen kann, kannst du dir auch später noch überlegen. Oder du schaust dir im Nachgang an dieses Video mein Video zum Thema Was mit ausgemisteten Sachen tun dazu an. Ich verlinke es dir gerne oben im i. Und wenn du noch viele weitere und neue Videos von mir zu solchen und ähnlichen Themen wie das dieses Videos sehen möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen und um mich und meinen Kanal zu unterstützen. So gehst du nun jedes Teil durch. Vor allem zu Beginn kannst du auch 3 verschiedene Unterkategorien bilden, die es dir etwas leichter machen, nämlich auf jeden Fall behalten, auf jeden Fall weg und vielleicht behalten, vielleicht weg. Nimm dir ruhig die Zeit dafür, die du brauchst. Und wenn du die Teile herausgefiltert hast, die du behalten möchtest, dann geht es auch schon an das ordentliche Aufräumen und Einsortieren der Kleidung. Die Aufräumspezialistin Marie Kondo hat auch dafür ihre eigene spezielle Falttechnik, die besonders zum Zwecke der Sichtbarkeit aller Stücke dienen soll. Sie empfiehlt, alle Stücke aufrecht stehend zu sortieren, denn so vergisst man nicht, was und wie viel man hat, denn man hat es ständig vor Augen. Die 2. Kategorie bilden Bücher. Eine Spezies, die sich auf mysteriöse Weise fast unbemerkt zu vermehren scheint. Ich habe als Kind davon geträumt, eine hauseigene Bibliothek zu haben mit bis unter die Decke gefüllten Regalen.
Dementsprechend habe ich auch früh angefangen zu sammeln und hatte schon mit 10 über 100 Bücher. Auch die Phase, in der digitale Gerätschaften zum Lesen von Büchern auf den Markt kamen, habe ich bewusst ignoriert. Zu schön fand ich das Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben oder den Duft, den ein frisch gekauftes Buch hat. Eigentlich hat sich daran auch nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist meine Sichtweise zum Besitz der Bücher. Mittlerweile möchte ich nicht den Platz in meinen Regalen mit Büchern vollstellen, die ich schon gelesen habe. Ich finde es sogar zu schade, mir ein Buch zu kaufen und aufzubewahren, nur um es einmal zu lesen. Ich leihe mir Bücher mittlerweile lieber aus oder lese sie digital, auch wenn, beziehungsweise gerade weil ich Bücher so liebe. Denn dann weiß ich, dass jemand anders noch etwas von ihnen hat und sie nicht ungenutzt und unbeachtet bei mir herumstehen. Also, nimm alle Bücher, die du besitzt, aus deinen Regalen, lege sie auf einen Haufen und prüfe, welche Bücher dir Freude bereiten. Ein Buch, das du schon gelesen hast und kein zweites Mal lesen möchtest, eines, das du seit Jahren nicht gelesen hast und eines, von dem du nicht einmal wusstest, dass du es hast und allgemein liest du sowieso nicht mehr so häufig, dann behalte nur die, die dir Freude bereiten und die du auf jeden Fall noch einmal lesen möchtest. Und bevor du sie wieder ordentlich einräumst, nimm dir die Zeit und pflege sie, indem du sie einmal vom Staub befreist, falls sie diesem schon zum Opfer gefallen sind. Als nächstes werden die Dokumente sortiert. Hierbei darfst und sollst du natürlich den Grundsatz des Freudemachens außen vor lassen. Es sei denn, Briefe von Ämtern und Behörden, Rechnungen und weitere Unterlagen lösen in dir ähnliche Glücksgefühle aus wie die anderen bereits sortierten Gegenstände. Ich kenne das. Vielleicht hatte ich das Glück, bei anderen miterlebt zu haben, wie grauslig es ist, wenn man keine Ordnung in den Papieren hat. Auf welche Massen sich diese Dokumente anhäufen und zu welcher gefühlt unaufhaltsamen Flut diese Papiere werden können, die gefüllt sind mit wichtigen Informationen, die untergehen in noch viel mehr unwichtigen Informationen. Aber auch hier musst du durch. Und eines kann ich sagen, wenn du das durchgezogen hast, dann ist das ein gutes Gefühl. Nicht nur sparst du Platz, brauchst weniger Ordner, Kisten oder wo auch immer du deine Papiere aufbewahrst, wenn mal wieder nach der Sozialversicherungsnummer oder nach einer Steuererklärung von vor 8 Jahren gefragt wird, bist du auch bestens gewappnet. Daher kämpfe diesen Kampf und genieße die Freiheit danach. Nach der gewonnenen Schlacht kommen wir zu einer weiteren Kategorie, in dieser sich Gegenstände scheinbar unmerklich immer weiter anhäufen. Krimskrams oder auch Komono. Dazu gehört so ziemlich alles, was sich keiner der anderen Kategorien zuordnen lässt. Badartikel, CDs, Dutzende Kugelschreiber, Einkaufschips, Einkaufstüten, Werbeartikel und alles Mögliche, was sich sonst noch scheinbar heimlich in den Haushalt, eine Garage oder auf den Dachboden schleicht. Auch hier gilt, alles, was dich nicht glücklich macht oder du nicht brauchst, kann weg. Wenn du sowieso nicht oft schreibst, dann dürfte vielleicht ein kleiner Vorrat an Stiften für die nächste Zeit reichen, zumal man für kleines Geld jederzeit und überall Nachschub besorgen kann. CDs, die du nicht mehr hörst, Sachen, die kaputt sind, Dinge, die man doppelt hat oder sowieso nicht braucht, können weg. Und ein weiterer wichtiger Punkt der KonMari-Methode ist, dass jedes Teil seinen ganz eigenen Platz bekommt. Denn dann fällt das Ordnunghalten direkt viel leichter. Versuche also allem seinen eigenen Platz zuzuordnen, auf diesen du es immer schnell verfrachten kannst, wenn es einmal den Weg an eine andere Stelle gefunden hat. Die nächste Kategorie sind Erinnerungsstücke. Diese werden ganz bewusst erst zum Schluss aussortiert. Denn was mit Erinnerungen verknüpft ist, geben wir nicht so leicht her. Mal ist es ein Stück, das an einen geliebten Menschen erinnern soll, der nicht mehr bei uns ist. Mal eine Erinnerung an einen tollen Tag, den man nicht vergessen möchte. Aber was es auch ist, gehe deine Erinnerungsstücke sorgfältig durch und entscheide, ob und von was du dich eventuell trennen kannst. Denke dabei immer daran, dass es nicht dieses spezielle Teil ist, das Glücksgefühl in dir auslöst, sondern die Erinnerung selbst. Wie schwer es sein kann, solche Dinge auszusortieren, weiß ich selbst nur zu gut. Mach es so, wie du dich gut fühlst, denn dann ist es genau richtig. Sobald du alles aussortiert hast, geht es ans Aufräumen. Sicher hast du schon das ein oder andere wieder einsortiert und zurückgeräumt. Der Fokus liegt jetzt darauf, dass du alles noch einmal durchschaust, jedem Teil seinen Platz gibst und Ordnung in dein Zuhause bringst. Alles, was du besitzt, solltest du schnell und unkompliziert sehen und finden können. Es sollten dich Gegenstände umgeben, die dich glücklich machen und oder die du brauchst und vor allem solltest du nun schon eine ganze Menge aussortiert haben können. Zur Aufbewahrung und besseren Sichtbarkeit eignen sich kleine offene Kartons, die beispielsweise Schubladen nochmal in kleine Bereiche aufteilen, gut.
Dieses Ausmisten, Sortieren und Ordnen wird dir in Zukunft helfen, mehr Ordnung und Sauberkeit in deinem Zuhause zu erreichen. Wenn jeder Gegenstand seinen ganz eigenen Platz hat, wirst du außerdem auch einfacher langfristig eine ordentliche Umgebung halten können. Wenn du dich mehr für das Thema Ausmisten und Aufräumen interessierst, lass mir gerne ein Abo da und falls du es nicht schon getan hast und die Möglichkeit dazu hast, schau dir gerne auch die Serie Aufräumen mit Marie Kondo an, wenn du mehr zu dem Thema ansehen möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!